Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Video. Und ja, es geht mal wieder um Skillpunkte. In diesem Video zeige ich euch aber nicht, wie ihr die Skillpunkte bekommt. Da verweise ich auf ein anderes Video hier oben in der Infobox. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie man Skillpunkte farmen kann. So, hier geht es jetzt darum, wenn ihr schon Skillpunkte bekommen habt, wie ihr Reelspins freischaltet. Und jetzt gibt es leider nicht mehr so viele Möglichkeiten. Die ganz normalen Autos, die haben alle keinen Reelspin mehr, keinen Super Reelspin mehr. Und falls es doch noch normale Autos gibt mit Spins, einmal bitte in die Kommentare schreiben oder auf den Discord-Server, wie auch immer. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Auktionshaus. Gehen auf Auktion suchen und hier habe ich schon beliebig und habe mir den 24 MB Truck in der Forza Edition rausgesucht. Bestätige das Ganze. Jetzt ist nur die Sache, der kostet natürlich ein bisschen was. 173.000 ist schon eine Nummer. Aber da bekommt ihr für wenig Punkte einen Super Real Spin. Und zwar für ganz wenig Punkte. Ich habe den schon. Ich zeige euch das einmal. Ich gehe mal auf Designs und Lackierungen. Und also für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für 9 Punkte ein Super Real Spin. Klar, ist ein bisschen teuer. Aber besser teuer als gar nicht, denke ich mir. Weil mit einem Super Real Spin diese 170.000, 180.000 könnt ihr natürlich mit einem Super Real Spin wieder raus haben. Klar, und dann habt ihr noch vielleicht ein paar Autos dabei und so weiter. Der Gewinn ist dann nicht mehr ganz so krass, aber es gibt ja noch andere Forza Editions. Wenn man hier weiter guckt im Auktionshaus, dann gibt es in dieser Kategorie noch den X5M natürlich, Forza Edition. Kann man kaufen. Ich guck mal gerade rein, was für Sachen der hat, weil den Wagen habe ich natürlich auch. Ja, der hat einen Super Real Spin für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 und 5 sind 11 Punkte. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall Super Reelspins freischalten mit diesen Fahrzeugen. Ihr könnt auch den Ford Puma kaufen. Der ist für weniger drin, für weitaus weniger, für normalerweise immer so 40.000, 50.000 war der drin. Jetzt natürlich wird der hochgehen, ist ja klar. Aber da müsst ihr aufpassen mit dem Puma. Ich habe den eben dreimal gekauft und in allen dreien waren die Super Reelspins und die Reelspins ausgelöst. Weil im Puma bekommt ihr für 14 Punkte einen Reelspin und einen Super Reelspin. Und ja, ansonsten ist diese Farming-Methode leider gepatcht worden. Ihr könnt immer noch Skillpunkte farmen. Aber um ehrlich zu sein, für Spins bringen die jetzt kaum noch was, die Punkte. Also das haben sie uns echt weggenommen. Finde ich schade. Weil in sehr vielen Spielen ist das so, dass der Spielspaß echt weggenommen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und ja, ein Abo ist natürlich kostenlos. Folgt mir noch auf Twitch, wenn ihr wollt. Samstag bin ich wieder live, jeden Samstag. Und ich suche noch Leute, wenn ihr mitspielen wollt, Leute. Bitte, bitte. Ich suche auf jeden Fall noch Leute, die mitspielen. Wir haben vor, erstmal Tuning-Treffen, ein paar Autos angucken, ein paar Screenshots machen, vielleicht ein bisschen den Juggernaut fahren. Und dann ist Cops vs. Racer geplant. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ihr mitspielen wollt, ihr wisst ja, es passen 12 Leute in eine Gruppe. Das heißt, man könnte 6 gegen 6 machen. 6 Racer, 6 Cops oder 8 Cops und 4 Racer, wie auch immer. Wenn ihr da Bock drauf habt und vielleicht denkt, ey, ich habe noch einen Kumpel, der mitspielen könnte, bringt den mit. Wir machen das Ganze über Discord, das ganze Gequatsche. Also, wenn ihr Bock habt, follow auf Twitch, spielt mit. Samstag, 14 Uhr. Ich zeig dahin, weil ich da einen Kalender und eine Uhr hängen habe. Samstag, 14 Uhr. Live auf Twitch mit dem 9. Tuning-Treffen, glaube ich schon. Und ja, und dann das zweite Mal Cops vs. Racer. Ich bin gespannt, ob ihr mitspielt. Bin jetzt aber erstmal raus. Sage bis zum nächsten Mal und ciao.